Willkommen zurück zu Animal Crossing Pocket Camp. Im letzten Part haben wir Bienchen ein paar Früchte gegeben. Das ist Bienchen. Ich hoffe, wir können das einmal wieder holen. Es ist schön, auf Reisen neue Freunde zu finden. Auf bald, Pascal. Ob mein Zeltplatz wohl schon fertig ist? Oh, das weiß ich nicht. Und ich glaube, wenn ich HD anmache, denn ich habe HD angemacht, könnte ich sogar lenken, teilt mein Handy das Video nicht in verschiedenen Teile auf. Wie cool. Und das Björn. Ich nutze Björn. Falls ich dahin darf. Na, suchst du was Bestimmtes? Nee, ich hab grad zu tun. Da fragst du am besten Melinda. Ich kann dir ganz bestimmt. Die kann dir ganz bestimmt helfen. Rosalina und Björn leiten Animal Crossing so gesehen eine Fundgrube. Zumindest ist das so in Animal Crossing New Leaf. Hallihallo! Schwätzchen halten, aber Melinda wartet doch schon auf dich. Ja, ich weiß. Da sind wir dahin. Und du leckst ein bisschen gerade mein Handy. Ich dachte, da steht noch einer, aber das war nur ein Grill. Pascal, willkommen zurück. Also, hoffentlich hat sich die ganze Warterei gelohnt. Die Campingwelt steht dir nun so gut wie offen. Sieht toll aus. Ach, zum Glück gefällt's dir. Die gesamte Einrichtung stammt übrigens von Rosina und Björn. Sie sind die Besitzer der fahrenden Fundgrube, einen wahren Bau- und Bastel-Eldorado. Welche Freude, dich zu treffen! Oh, sieh nur, du hast schon etwas Bau- und Bastelmaterial dabei. Es würde mich ungemein freuen, dir zu zeigen, was wir damit so alles anfangen könnten. Bist du soweit? Dann sieh mal im Bau- und Bastelkatalog nach, ob es irgendwas Interessantes gibt. Eine Bank? Super, ich mach mich gleich an die Arbeit. Ach, so ist er, Björn. Schon wieder ganz fleißig am Arbeiten. Er hat eine Menge zu tun. Also wundere dich nicht, wenn dein Auftrag mal etwas länger dauert. Andererseits lässt sich mit Blattbonds bestimmt etwas machen, um seine Arbeit zu beschleunigen. Welch Zufall, dass ich gerade ein paar Blattbonds dabei habe. Los, ich zeig dir, wie sie funktionieren. Bonds bezahlen. Puh, alles fertig. Western-Sofa. Okay. Na, was sagst du? Gar nicht übel, oder? Pass gut drauf auf. Nun denn. Ich schätze, wir könnten dann vorerst wieder in die Stadt zurückkehren. Gib uns wieder Zeit. Bescheid, wenn...